Stürmisches Ahoi und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer fresh neuen Folge von Minecraft House. Yeah, yeah. Zusammen mit Aiden, der schon wieder da hinten in unser Boot hockt und einfach nur doof aussieht, Freunde. Aber wir sind zurück. Da vorne ist eine coole Insel, da vorne ist eine coole Mühle. Und da hinten sollte endlich unser Haus sein. Wir sind zurück in Minecraft House. Da hat gerade ein Tintenfisch so schräg aus dem Wasser geguckt. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult mal zurück und guckt euch mal an, wie das Gesicht von diesem Tintenfisch da gerade aussah. Das war mega lustig, einfach nur. So, Freunde, wir sind back am Start hier und ich würde sagen, wir werden jetzt hier mal direkt unser kleines Boot packen, zu Bruch fahren. Wie auch immer, Aiden, es war wunderschön mit dir nicht. Mach es gut, ich bin jetzt erstmal weg. Ich habe nämlich echt schon mal, ich habe die Nase voll von dir. Für die nächsten Tage brauche ich so ein bisschen Aiden-freie Zeit, Freunde. Oh, da ist unser Haus. Wir sind endlich wieder da. Wer bist denn du? Was machst du denn hier bei unserem Haus? Bist du neu? Haben wir scheinbar ein neues Haustier bekommen oder so? Hallöchen, schön dich zu sehen. Spaghetti, bist du, verträgst du dich gut? Vertragt ihr euch gut, du und die kleine süße Kuh hier? Wir können dir einen Namen geben. Wir können der Kuh einen Namen geben. Aber du kannst natürlich, guck mal, ich mache hier direkt mal auf. Du kannst natürlich auch immer gehen, wenn du möchtest. Ne? Du bist hier nicht eingesperrt oder sowas. Du kannst überall hin, wo du möchtest. Spaghetti, verlass mich doch nicht. Warum gehst du denn schon? Oh nein, Spaghetti will nichts mehr mit uns zu tun haben. Ach, da kommst du wieder, sehr schön. Okay, warte mal hier draußen. Ich will erstmal reingehen und unserer Mutti Hallo sagen. Bist du irgendwo zu Hause? Mama, bitte sei irgendwo im Keller. Hallo, irgendjemand zu Hause. Ich bin endlich wieder da. Was ist denn hier? Hat sie umgeräumt? Nein, wo ist unsere Mutter hin? Ist sie ausgezogen? Oh Gott. Freunde, unsere Mama, alle Sachen von unserer Mama sind weg. Wo ist sie hin? Wurde sie entführt? Was ist denn passiert? Komm du erstmal raus hier, du kommst schon wieder nicht aus dem Badezimmer raus. Du hast dich schon wieder selber eingesperrt, nicht wahr? Kannst du, warte mal, ich mach die Tür mal so hin, dann solltest du vielleicht rauskommen. Ich weiß es nicht, versuch es auf jeden Fall mal. Aber unsere Sachen sind auch alle weg. Was ist denn hier passiert? Wieso sind alle unsere Sachen weg, Schinken? Auf dem Dachboden mal gucken. Hier ist auch nichts. Unser Drumset ist weg. Und unsere Couch und unser Fernseher. Und sogar unser Grill. Und der Stuhl. Wo ist denn alles hin? Wir sind gerade zurück. Und alle unsere Sachen sind weg. Hast du damit was zu tun? Hast du damit was zu tun, Kuh? Kannst du mir das mal erklären? Was hier passiert ist? Unsere schönen Schüchen sind auch weg. Unsere super Slime-Boots. Und alles ist weg, Spaghetti. Was ist denn los hier? Was ist denn, wo sind unsere Sachen denn? Ich verstehe es gerade echt gar nicht, Freunde. Keine Ahnung, was hier los ist. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Brief bekommen. Vielleicht wurden wir ja aus unserem Haus geschmissen oder sowas. Lass uns mal gucken, hier ist was drin. Oh, was ist bloß passiert? Wo sind nur all deine Sachen hin? Treff mich heute Abend am Strand, wenn du dein Zeug wiederhaben willst. Oh Gott. Da hat jemand wohl unsere Sachen gestohlen. Du bist aber ein schlechter Wachhund, Spaghetti. Das muss ich schon sagen. Weißt du, da bin ich mal zwei Tage nicht da. Und dann wird uns alles geklaut und du machst nichts dagegen. Ah, Mensch, Leute. So, scheinbar sind alle unsere Sachen weg. Können wir jetzt nicht ändern. Wir sollen heute Abend zum Strand gehen und unsere Sachen wiederholen. Aber es ist nur lange nicht Abend. Es ist gerade Mittag, Spaghetti. Das heißt, so lange, bis wir unsere Sachen wieder haben, werde ich jetzt erstmal losgehen. Und zwar haben wir natürlich unser kleines Tierheim. Willst du raus oder rein? Entscheide dich, Kuh. Wo ist ein Spaghetti? Der muss nämlich mitkommen. Ich würde nämlich gerne jetzt einmal zum Tierheim schauen und beim Tierheim nach dem Rechten sehen, ob da noch alles gut ist oder ob da auch irgendjemand der Meinung war, er muss alle unsere Sachen da stehen oder das Tierheim wieder anzünden oder keine Ahnung was. Wer weiß, was da passiert ist. So, Spaghetti, ich gehe jetzt mal rüber auf die andere Straßenseite. Genau, dass wir auch mal auf der anderen Seite laufen. Das muss ja auch mal sein. Ein bisschen Abwechslung muss sein. Und dann schauen wir mal, was beim Tierheim so los ist. Ich frage mich, ich meine, Aiden kann mit der ganzen Sache ja nichts zu tun haben, weil mit dem waren wir rund um die Uhr zusammen. Das bedeutet, wer war das? Wer kann das gewesen sein? Wer hat uns bestohlen? Ich weiß es nicht, aber unser Tierheim sieht gerade noch sehr, sehr gut aus. Ich glaube, da ist nichts passiert. Da unten ist das Feuerpferd. Was machst du denn da? Das war doch eigentlich da hinten bei dem anderen Grundstück. Lass uns mal schauen gehen hier. Das hat ja so einen kleinen Zaun. Spaghetti, komm über die Straße. Ich habe geguckt, es kommt kein Auto. Was ist denn hier passiert? Hier hat jemand in unserem Tierheim gebaut. Ist hier auch Post drin? Nee, keine Post.
Aber das Feuerpferd ist da vorne. Im Wasser, endlich kannst du nicht mehr die ganze Stadt anzünden, Willi. Ein Glück, guck mal, hier ist ein Schildspaghetti. Ich habe das Feuerpferd mal zum Baden geschickt. Ja, das sehe ich. Das badet hier ganz genüsslich und brennt das Wasser an. Das fackelt jetzt das Wasser hier ab. Vielleicht brennt es jetzt nicht mehr alles ab. Der kleine Dieb. Ach so, der kleine Dieb. Wisst ihr noch wer? Das ist der kleine Junge, der nämlich im Spielzeugladen was gestohlen hat. Und der in der ersten Folge von Haus tatsächlich auch war. Leute, das Feuerpferd, das fackelt jetzt hier das Wasser ab. Der kleine Willi. Aber, naja, Willi, das ist in Ordnung. Das löscht sich hoffentlich dann wieder von alleine, oder? Was war das? Spaghetti, ich dachte gerade, du wärst am Erschrinken oder sowas. Ne, wahrscheinlich habe ich nur gehört. Okay, dann läuft hier ja alles beim Tierheim. Das ist sehr, sehr schön zu wissen. Das bedeutet, Ladies and Gentlemen, wir werden uns heute Abend auf den Weg machen zum Strand. Und mal beim Strand nach dem Rechten sehen. Es wird schon dunkel draußen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind auf dem Weg zum Strand. Yeah, bei richtig schöner Dunkelheit. Ja, damit wir auch ja nicht braun werden. Die Sonne geht schon unter. Wir müssen ja unsere zarte, bleiche Haut schonen. Nicht wahr? Okay, wir sind eigentlich schon fast am Strand, glaube ich. Wenn wir jetzt hier irgendwo durchgehen, müssten wir zwischen den Bäumen... Gibt es hier keinen Weg zum Strand eigentlich? Doch, da vorne, okay. Da vorne ist der Weg zum Private Beach. Hier sind ein paar Schweinchen am Strand. Das ist ja wie bei uns zu Hause, ne? Da sonnen sich auch immer so die pinken Schweinchen in der Sonne, ne? Das ist ja sehr, sehr schön. Okay, Leute, da sind wir auch schon da. Aber wo ist jetzt diese Person, die sich mit uns treffen möchte, hier drin? Nein, hier ist sie nicht drin. Ist sie vielleicht hier unter diesem Tisch? Da ist sie auch nicht runter. Oder hier über der Bar? Oh, ist hier irgendwas drin in der Bar? Nee, schade. Okay, hätte ja sein können, dass hier irgendwas Leckeres irgendwie zu snacken ist oder sowas. Aber es scheint hier niemand zu Hause zu sein. Beziehungsweise es ist noch niemand hier. Vielleicht könnten wir auch... Wir können ja auf den Rettungsturm oder so können wir auch draufklettern. Das ist ja auch voll cool. Doch mal Rettungsschwimmer sein oder Rettungsschwimmerin hier. Aber lasst uns mal einfach... Ich glaube, wir chillen uns hier einfach so ein bisschen hin und warten mal ab. Ich glaube mittlerweile nicht, dass überhaupt noch jemand kommt, Freunde. Der Mond steht schon fast mitten am Himmel und es ist immer noch nichts passiert. Immer noch ist kein Mensch hier aufgetaucht an unserem Strand. Da vorne ist ein kleines Pferdchen, das da im Wasser schwimmt. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Sollen wir jetzt einfach nach Hause gehen? Oh mein Gott, was war das gerade? Da ist einfach so ein Feuerball. Aua! Oh Gott. Nicht schon wieder. Das kann nicht sein. Wieso passiert uns das denn immer? Wieso sind wir jetzt schon wieder in einem Gefängnis gelandet? Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Leute. Ich will... Das so. Ich dachte gerade, ich hätte die Tür abgebaut. Das wäre schön gewesen. Aber das war nur die Fackel. Wir hatten uns hier schon wieder eingesperrt. Und was war das gerade? Wer hat uns überhaupt angegriffen? Das gibt es doch gar nicht. Wir sind hier schon wieder irgendwo. Nicht, dass der... Hier ist schon wieder so ein Nether-Zeug irgendwie auf dem Boden. Ich habe schon schlimme Vorahnung, was hier los ist, Freunde. Und hier ist schon jemand. Oh Gott, hier liegt einfach so ein Skelett auf dem Boden. Das beim Schachspielen scheinbar hier verendet ist. Ich meine, wir können auch eine Runde Schach mit dem spielen. So, zack, da setzen wir uns hier mit hin und können eine schöne Runde... Da ist jemand. Oh Gott. Hast du mich hier eingesperrt? Bist du... Hi, Easy. Ich habe gesehen, was vorne am Strand geschehen ist. Der kleine Teufel hat dich hier eingesperrt. Aber lass uns jetzt erstmal raus. Du bist hier, um mich zu retten. Dankeschön. Okay, dann komm schnell hier raus. So, ich mach mal die Tür hier wieder zu, dass es so aussieht, als wäre ich doch da drin, weißt du? Als wenn du mich nicht gerettet hast. Dankeschön. Was? Wieso rettest du mich denn überhaupt? Ich meine, wir hatten doch bisher nur Differenzen, Meistereinbrecherin. Sind hier... Oh, hier sind sogar meine Sachen. Guck mal. Hier sind alle meine... Meine Sachen aus meinem Haus. Wie cool. Oh mein Gott, da sind alle Sachen, die uns gestohlen wurden, Freunde. Na zack, die nehmen wir doch jetzt hier ganz schnell wieder mit. Ganz flott, damit wir unsere Sachen einfach wieder haben. Oh, voll cool. Jetzt haben wir alles wieder. Das gibt's ja gar nicht. Okay, das einmal hier hin. Wer wohnt denn hier noch? Hier ist noch ein Platz, der ist frei. Hier ist, hier ist jemand, Waldor Bruchfeld. Oh Gott, nicht, dass das eine Skelett mit meinem Dings war. Hier vorne ist auch noch frei. Noch einer frei. Oh Gott, hier ist tot. Aiden? Aiden bald belegt? Aber hier ist noch nichts drin. Das heißt, der kleine Teufel will auch Aiden entführen. Jetzt, nachdem er mich hatte. Okay, komm, lass uns schnell hier raus. Kennst du den Ausgang? Ich meine, du bist ja Meistereinbrecherin oder sowas. Das bedeutet, du wirst wahrscheinlich den Weg kennen, ne? Als Meisterdiebin und Meistereinbrecherin. Dann hast du ja bestimmt einen Durchblick. Okay, hier rauf. Das ist ja voll heftig hier unten, so ein Nether-Gefängnis oder sowas. Sind wir eigentlich gerade im Nether wieder?
Oder wo sind wir? Oh Gott, da unten ist, glaube ich, so eine schleimige Lava oder sowas. Okay, hier nach oben. Was ist das hier? Dürfen wir darüber gehen? Hier sind ganz viele Kristalle. Hier passiert nichts, oder? Nee. Ich glaube, hier ist alles gut. So, dann lass uns mal weitergehen nach hier oben. Geht's hier nach draußen? Ist hier der Ausgang? Okay, ich gehe mal vor. Ich weiß nicht, ob sie gerade... Okay, da bist du, da kommt sie. Hier ist nicht der Ausgang. Da oben? Okay, da oben ist lang. Was denn hier? Hier geht's schon wieder weiter runter. Oh Gott, das sind ja echt unendliche Gänge, die hier sind. Hier geht's nach draußen. Yeah, nice. Aus einem Grabstein. Wir sind einfach mal so aus dem Grab erstiegen. Oh mein Gott, wow. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke auf jeden Fall für meine Rettung. Danke, dass du mir geholfen hast, du mich da rausgeholt hast. Ich meine, ich schulde dir was, ne? Also dafür schulde ich dir wirklich was. Danke, dass du das gemacht hast. Kann ich dir irgendwie einen Gefallen tun? Kann ich irgendwas tun, um das Ganze wieder gut zu machen, damit, ja, weißt du? Oh, wenn du so fragst, eine kleine Bootstour würde mir gefallen. Ja, sehr, sehr gerne. Wir können gerne eine Bootstour machen. Dann komm einfach morgen früh bei mir vorbei und dann machen wir morgen eine schöne Bootstour, okay? Einverstanden, alles klar. Danke für deine Hilfe. Wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause, Freunde. Wir müssen uns echt darüber Gedanken machen, warum der kleine... Oh mein Gott! Das war ein Elektrozaun, gegen den wir gerade gelatscht sind. Nicht so cool. Oh oh. Wir müssen uns wirklich Gedanken machen, warum der kleine Teufel, ich sag's jetzt einfach mal so, weil er hat ja schon irgendwie Teufelshörner und so, der da vorne wohnt, warum der uns denn entführt hat und warum der uns an den Kragen will. Ich weiß es nicht, Freunde. Auf jeden Fall müssen wir was dagegen tun und irgendwie den da, ich weiß nicht, vielleicht aus der Stadt vertreiben. Keine Ahnung. Der macht ja hier schon wieder nur Ärger. Der ist genauso schlimm wie Aiden. Fast genauso schlimm wie Aiden. Aiden ist noch ein bisschen schlimmer, würde ich sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, das heutige Video von Minecraft House hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns morgen im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen und brandheißen Tag. Und hasta la Pasta!